Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 und wir befinden uns in Vault 81. Und ja, in einem abgesperrten bzw. ja, unbekannten Teil, und zwar dem Forschungsteil. Und wir sind jetzt hier, um Dinge zu finden, denn der Junge, der uns am Anfang hier gelitten hat durch den Vault, der ist erkrankt an einer viruellen Infektion. Und mal gucken, ob wir ihm irgendwie helfen können. Und derzeitig bewegen wir uns hier komplett durch den Vault und versuchen rauszufinden, was hier Phase ist. Eine Glühbirne, die ist immer gut. Scheiße! Wie kommt ihr da raus? Mehr ist da aber nicht drinne. Was haben wir hier? Ein Safe. Na siehste. Komm mal her. Wo ist er? Wo ist er? Jetzt kann sie mal zeigen, was sie kann. Hey. Was gibt's? Kriegst du das auf? Ich hab keine Haarklammern mehr. Hast du welche? Hey. Ja? Komm. Klar, ich nehm gerne... halt gerne was. Du kriegst... das ist... Haarklammern, ne? Nee, das Hilfsmittel. Oh, 163. Ich glaube, da können wir ihr mal 20 geben. So. Ah! Schweinerei. So, jetzt nochmal. Komm mal her. Du. Hey. Brauchst du was? Hast du kurz Zeit? Mach auf. Ich kann dir was sagen. Schieß los. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wir sind schon eine Weile zusammen unterwegs und mussten einiges einstecken. Aber durch den ganzen Scheiß hindurch hast du zu mir gestanden. Du hast mir den Rücken freigehalten und dafür gesorgt, dass ich keinen Unsinn anstelle. Okay. Ich denke, ich sollte dir ein wenig über die Person erzählen, mit der du reist. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wären wir Fremde. Okay. Ich schätze dein Vertrauen. Tja. Du bist die erste Person, die es sich verdient hat. Wow. Alles fängt mit zwei heruntergekommenen Individuen an, die man wohl meine Eltern nennen könnte. Okay. Ich bin überzeugt, dass ich ein Versehen war, denn ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich jemals wie ihre Tochter behandelt haben. Ich wurde angeschrien und geschlagen. Alles, was ich tat, war falsch. Ich war in ihren Augen nur eine Plage. Ich habe mir die ganze Zeit über gesagt, dass sie mich zumindest ein wenig geliebt haben, denn sie haben mich nie rausgeschmissen. An meinem 18. Geburtstag fand ich dann heraus, warum sie mich da behalten hatten. Sie legten mir ein Elektrohalsband um und verkauften mich an Sklavenhändler. Oh nein. Sie verabschiedeten sich nicht mal von mir. 18 Jahre habe ich diesen Scheiß ertragen. Und dann war ich ihnen nur eine Tasche voll Kronkorken wert. Das ist ja schrecklich. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, das zu hören. Aber lass mich fertig erzählen. Es wäre so leicht, meine Eltern für meine reizende Persönlichkeit verantwortlich zu machen. Aber das war ich selber. Ich war 5 Jahre bei diesen Sklavenhändlern. Die härtesten 5 Jahre meines verdammten Lebens. Zu was sie mich gezwungen haben. Wie sie mich für ihr Vergnügen missbraucht haben. Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke. Aber ich nutzte die Zeit und habe gelernt, ihre eigenen Methoden gegen sie anzuwenden. Ein paar Kronkorken aus den Taschen eines schlafenden Mannes zu stehlen ist einfach. Solange man nicht habgierig wird. Okay. Sag bloß nicht, dass deine Geschichte noch schlimmer wird. Noch viel schlimmer. Es hat mich all meine Geduld gekostet. Aber nach 5 Jahren hatte ich endlich genügend gestohlen, um mich freizukaufen. Doch statt abzuhauen und mein Leben in Ordnung zu bringen, gab ich meiner Wut nach und bin nach Hause gegangen. Du kannst dir vorstellen, wie erstaunt meine Eltern waren, als ich ihre Tür aufgetreten habe. Ja. Du kannst dir aber nicht vorstellen, wie sie ausgesehen haben, als ich meine Knarre leer geschossen hatte. Wie konntest du deine Eltern umbringen? Wie kannst du sie Eltern nennen? Sie waren Opportunisten, die einen Menschen ausnutzen, um ein paar Kronkorken zu verdienen. Wenn ich deformiert aus meiner Hurenmutter rausgekommen wäre, hätten sie mich im Fluss ertränkt und es nochmal versucht. Ich war ihnen scheißegal. Also waren sie auch mir scheißegal. Ende der Geschichte. Klingt für mich
Nach Gerechtigkeit. War es Gerechtigkeit? Oder war es Mord? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur ihre angstverzerrten Gesichter. Und dann kommen mir viele Gedanken und ich verurteile mich selbst. Und das zerreißt mich, verdammt nochmal. Denkst du, dass ich mir den Scheiß spritze und mich sinnlos betrinke, weil ich ein hartes, irisches Mädchen bin? Ich tue es, um zu vergessen und mein beschissenes Leben weiterzuleben. Jetzt bist du im Bilde. Jetzt kennst du Kate mit all ihren Fehlern und Schwächen und kannst über sie urteilen. Warum sollte man überhaupt urteilen? Meine Eltern haben mich in die Sklaverei verkauft. Aber hatten sie verdient, dafür zu sterben? Ja, ich musste viel einstecken, als ich aufwuchs. Aber sie haben mir zu essen gegeben und verhindert, dass ich vor Strahlung leuchte. Dieser ganze Kram macht mich nachdenklich und treibt mich förmlich an zu trinken. Ich möchte gern hören, was du über mich denkst. Du hast mich enttäuscht. Ich wusste, dass es ein Wagnis ist, dir das alles zu erzählen. Aber ich bereue es nicht. Du verdienst zu wissen, wer ich bin. Flirten? Ach komm. Na los. Ist schon okay. Wir sind ja Freunde. Sieh mich an. Jetzt werde ich sogar rot. Nun, das besiegelt alles. Wir sind dann wohl Freunde. Hoffentlich bin ich dir eine gute Freundin. Sonst sehe ich ziemlich alt aus, was? Okay, aber du solltest trotz... Warte da. Du lässt mich schon. Das ist dein Tod. Was? Du sollst was für mich tun. Aufgepasst. Was gibt's denn? Da drüben. Sieh mal, was du tun kannst. Mach ich. Na, endlich. So, nachdem wir wissen, wer Kate ist oder war, Scheiße. Ne? Ich hätte es doch fast geschafft. Warum zielst du nach da oben? Oh, so nah dran. Ich bin wohl etwas eingerostet. Ja. Das war einfach. Ach. Mal mit einer echten Herausforderung. Ja, kriegen wir hin. Lass diesen okay. Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. So, weiter geht's aber. Wir müssen ja hier irgendwo langsam mal zum Schluss kommen. So groß kann der Vault hier gar nicht sein. Oha. Sperren benötigt Terminal. Was haben wir denn hier? Passwort erforderlich. Discover eintreffen. Twilight. Null. Listened. Cocktail. Ah. Gucken wir kurz weiter. Da geht's nicht lang. Oh, das sind alle... Oh, oh, Leuchtratten. Warte, hörst du das? Da drüben, auf sie! Wo ist die Leuchteratte hin? Das war ja leicht. Platsch. Oh, die Brutmutter! Los, schieß! Nicht auf mich! Die hatte sogar Kronkorken dabei, die Brutmutter. Darum geht's raus. Was haben wir hier? Tick, 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 tick. Nochmal ein Terminal. Ah, die hatten wir alle. Mit der Lebensmittelpresse. Genau. Die hatten wir schon vorgelesen. Ihr erinnert euch, ich glaube, vorletzte Folge war das. Da hatte ich da so eine kleine Lesestunde gemacht. Da haben wir ein Blutpaket, Schrotpatronen. Du liegst da ein bisschen doof rum. Und hier hinten ist nichts drin und hier überhaupt, aber dann brauchen wir hier vorne, das Terminal muss auf. Definitiv, los, komm, auf mit dir. Possibly. Ja. Na siehst du, geht doch. Türfernsteuerung, auf mit dem Ding. Und ein Stimpack war da? Ja. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Terminal irgendwo. Hä? Habe ich es nicht geöffnet? Scheinbar. Zu früh Tab gedrückt. So.
Was ist das hier? Brille? Das sind Gräber. Oder? Da ist ein komplettes Skelett drin. Das sind Gräber. Ach, guck mal an. Wer bist du denn? Curie. Oh, noch ein Fremder. Gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Ah, Französisch. Eine Französisch, Madame. Ach, ist das schön. Wer bist du? Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curie. Oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Diese Maulwurfsratten sind Träger einer Krankheit. Weißt du was darüber? Meine armen Schätzchen. Sie wurden benutzt, um neue und interessante Erreger zu züchten. Die Voltbewohner wurden den Viren ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie neue Antikörper dagegen entwickeln. Aber sie bekamen keine Gelegenheit, ihren Plan umzusetzen. Clyde konnte entkommen. Er war schlauer als die anderen. Mein süßer Clyde. Er ließ die anderen frei und die armen Wissenschaftler hatten keine Chance. Clyde ist jetzt seit fast 200 Jahren tot. Aber seine Nachkommen laufen frei im Volt herum. Zurück zum Thema. Wo sind meine Manieren? Gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Oh, mon ami, ja. Ja, in der Tat. Sehr gut. Ich habe vor langer Zeit einen Notruf gesendet. Ich dachte schon, es wäre etwas Schreckliches passiert. Ich habe Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr cool. Befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Na klar. Ich bin sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. Schön, Curie. Da du ein Voltec-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Beachte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Oh, schade. Volt 81 Heilmittel. Schön. Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Es ist nur noch einmal vorhanden? Das ist richtig. Es gab noch weitere, aber die sind abgelaufen. Leider haben sich die für die Herstellung benötigten organischen Verbindungen zersetzt. Du gibst mir einfach das Heilmittel? Ich habe die Pflicht, den Befehlen des Volt-Personals zu gehorchen. Auch wenn diese gegen meine Ethik-Matrix verstoßen. Aber da du mich freundlicherweise von dieser Aufgabe entbunden hast, kann ich dir das Heilmittel geben, ohne meinen vorherigen Befehl zu missachten. Und wenn du mit dem Heilmittel ein Leben rettest, ist das einfach ein glücklicher Zufall, oder? Hoffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Ach, schön. Cool. Benötigst du etwas? Ist ja cool. So, haben wir hier irgendwas? Curie's Terminal. Forschung. Datum der letzten Löschung. Fehler, defekter Speicher. Dieses Terminal wird nicht als Backup-Lösung für Forschungsdaten empfohlen. Bitte verwenden Sie Papierkopien. Sowohl für Forschungszwecke als auch für persönliche Dinge. Okay, persönlich. Huch. Ah, zu schnell. Nein! Na! Ich habe von Dr. Collins den Befehl erhalten, einen Adress zu diesem Terminal hinzuzufügen. Dr. Collins hat daraufhin bestanden, dass dies mein Terminal ist. Ich habe ihm wiederholt erklärt, dass Roboter laut Robco-Richtlinie kein Eigentum besitzen können.
doch seine Befehle waren eindeutig und unmissverständlich. Ich werde Dr. Collins Wunsch befolgen und ein Protokoll führen, wie befohlen. Ich bin zu schnell. Kollegen, ich habe in Analyse und Integration der Daten abgeschlossen, um als Forschungsassistentin von Nutzen zu sein. Ich habe den Befehl erhalten, eine Beurteilung meiner Kollegen zu verfassen. Dr. Flint ist objektiv betrachtet brillant, auch wenn Dr. Collins ihn wiederholt als schroff bezeichnet. Aber mir fällt es leicht, Dr. Flints Befehle und Sprachmuster zu erkennen. Seine Beobachtungen sind immer sehr scharfsinnig und ich lerne von ihm sehr viel über die Arbeit mit Zellkulturen. Die Zusammenarbeit mit Monsieur Bourreau läuft sehr gut. Er hat viele niedere Aufgaben zu erledigen, für die sich meine Programmierung ausgezeichnet eignen würde, wie beispielsweise das Tragen von schwerer Laborausrüstung. Das ist seltsam, denn meine Fähigkeiten übersteigen die eines menschlichen Mannes wie bei weitem. Dr. Collins hat mir gesagt, dass es ein Zeichen von Respekt ist, das mir Monsieur Bourreau entgegenbringt. Das ergibt keinen Sinn. Aufgewühlt. Ungewühlt, aufgewühlten Zustand. Er weigert sich nach seinem Frühstück das Zimmer zu verlassen. Dr. Collins versichert mir, dass dieser Zustand wieder vergeht und Monsieur Bourreau lediglich überwältigt ist vom irgendwas. Fehler. Nachruf. Dr. Bureau ist verstorben. Die Obduktion ergab, dass er an einem durch das hohe Alter verursachten Herzstillstand gestorben ist. Er ist um 5.01 Uhr kurz nach dem Aufwachen von uns gegangen. In Übereinstimmung mit früheren Anweisungen des Doktors wurde die Überreste in eine spezielle Urne neben Dr. Collins und Dr. Flint platziert. Dr. Bureau war bei der Arbeit, die uns die anderen überlassen haben, von großer Hilfe. Mein letzter Befehl lautete, alleine an unseren Projekten weiterzuarbeiten, sodass unsere Tode nicht umsonst waren. Meine Prozessoren sind vollauf damit beschäftigt, die Studien der Erreger und Viren zum Wohl der Menschheit fortzusetzen, um seinen letzten Wunsch zu würdigen. Ende der Nachricht. Okay, das war dann die Beerdigung da draußen, wie es scheint. Knöpfe über Knöpfe, hier ist nochmal ein Tor. Perfekt. 10% dauerhaft mehr. Cool. Blutpaket, nochmal ein Terminal. Volt 81 Leitfaden. Ihre Abteilung des Volts wurde mit der neuesten medizinischen Forschungsausrüstung ausgestattet, einschließlich eines Kontagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer, kurz Curie. Außerdem erhalten sie biologische und chemische Vorräte für 100 Jahre sowie die genetisch angepassten Maulwurfsratten und am wichtigsten ein Volt voller Testsubjekte. Wiegen hier die Bedürfnisse aller schwerer als die Bedürfnisse weniger. Sie werden die Bewohner des Volts mit Krankheiten infizieren, sodass sie Antikörper bilden können. Einige werden das nicht überleben, aber sie müssen dafür sorgen, dass immer genug Subjekte für eine nachhaltige Vermehrung vorhanden sind. Es wird viele Generationen dauern, aber mit den richtigen Maßnahmen sollten sie in der Lage sein, eine krankheitsresistente Gruppe von Menschen zu züchten. Ihre Arbeit wird sich daher ebenfalls über Generationen erstrecken. Jede Generation von Wissenschaftlern muss einen leitenden Wissenschaftler bestimmen. Curie wird dafür sorgen, dass jeder von ihnen diesen Leitfaden liest, damit der Vault weiter am gesetzten Ziel arbeitet. Wir wünschen ihnen viel Glück. Ja, so viel zur Ethik und Moral, wovon sie gesprochen hatte, ne? Von den Problemen. Gut, wir haben jetzt das Heilmittel, wenn ich mich hier nicht irre. Läuft das unter dem Hilfsmittel? Eigentlich schon, ne? H wie Heilmittel? Ne, wo unterfällt denn das? Da. Das will ich jetzt aber nicht benutzen, ne? TP, Trefferpunkte 53% Wiederherstellung. Schade, dass es davon bloß eins gibt, ja? So. Kommt ihr? Curie? Super. Halt. Ein Mikroskop. Warum beschäftigst du dich damit? Willst du etwa ein Museum aufmachen? Ja, doch. Will ich. So. Tschüss. Was gibt's? Dam, da, da, dam, bam, bam, da, dam, bam, ba, da, dam, bam, bam, ba, da, dam, bam, ba, da, dam, bam, bam, ba, da, da, bam. Aber es sieht so aus, als ob das Forschungslabor um den eigentlichen Vault drumherum gebaut war, oder? Wo sind wir jetzt hier? Maint only. Nochmal ein Terminal. Und aufmachen. Ach, hör auf. Das ist die Tür hier. Beim Eingang. Wir haben alles im Griff. Ja, das sehe ich. Es ist schön, nicht in Quarantäne zu sitzen.
Ach ja, Quarantäne, ne? Okay, ja, dann bringen wir das schnell weg hier. Bau, bau. Fahren nochmal Fahrstuhl. Ein Maulwurfsrattennest in der Nähe des Reaktorraums. Da würde ich an deiner Stelle wegbleiben. Okay. So. Und simsalabim. Hallo Curie. Ich glaube, ich nehme Curie mit, oder? Dam, da, da, dam. So. Ah. Wir müssen wohin? Wo müssen wir da jetzt lang? Achso, das ist irgendwas anderes dann. Und, der Junge, der Junge, der Junge. Ja doch, ich will das Serum abgeben hier. So, hui. Halt. Das Heilmittel. Du hast es. Ja. Wir teilen es auch. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Wartet mal. Hey, wo willst du hin? Ich will nicht weg. Ich will nicht weg. Ich will mal was probieren. Austin braucht das Heilmittel. Ja, ja. Komm, wir machen halbe, halbe. Hallo, Dr. Forsyth. Hast du also beschlossen, das Heilmittel zu übergeben? Gib ihm und mir jeweils die Hälfte. So funktioniert das nicht. Die Hälfte wird ihn nicht heilen. Hör auf, egoistisch zu sein und gib mir das Serum. Hier, nimm das Heilmittel und benutze es bei dem Jungen. Nur eine Dosis. Hoffentlich funktioniert es. Das hat Kate auch nicht gefallen. Okay. Können wir nichts analysieren, um es nochmal zu versuchen. Hoffentlich funktioniert es. Ich habe gehört, du bist wieder da. Ja, mit Curie. Komm, spritz ihn. In die Luft. Ja, gucken wir mal. Na? Was? Wo bin ich? Du bist in der Klinik. Du warst sehr krank, Austin. Unser Besucher aus dem Commonwealth hat dir das Leben gerettet. Ja. Danke, Mister. Ich war verrückt. Ich bin hier. Austin. Warum zum Teufel bist du an solch einen Ort gegangen? Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Ich wollte nur sehen, was da drin war. Wäre diese Person nicht gewesen, hättest du sterben können. Danke. Ich weiß, dass du Opfer gebracht hast, um ihn zu retten. Ich weiß, dass Dr. Penske dankbar sein wird. Ich für meinen Teil möchte dir diesen Injektor geben. Ich habe seit Jahren schon keine Verwendung dafür. Sie ist nicht die Einzige. Der ganze Vault dankt dir. Du sollst ein Zimmer hier im Vault bekommen. Juhu! Ganz für dich allein. Juhu! Es ist im Hauptsaal auf der linken Seite, wenn du aus dem Aufzug kommst. Noch einmal. Danke. Kann ich hoffe, dir gefällt dein Untergrund. Ich wollte mich noch einmal für das bedanken, was du für Austin getan hast. Nicht so viele alle gleichzeitig. Die Augen geöffnet. Mir ebenfalls. Ich wusste gar nicht, welche Gefahren Waltek so nah an unserem Zuhause versteckt hatte. Kaum zu glauben, dass so viele innerhalb unserer Mauern gestorben sind. Tja. Einen Augenblick Zeit. Ich war so viele Jahre lang gefangen. Es gebührt sich wohl, dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Bitte, ich habe bitte. Mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Ich habe alles analysiert und gelernt, was dieser Ort zu bieten hat. Okay. Dazu muss ich jetzt den Rest des Commonwealths sehen, mit Wissenschaftlern sprechen, mehr Daten finden und meine Hypothesen testen. Ja. Was willst du da oben lernen? Hier unten haben wir ein geschlossenes System. Und ohne neue Mutagene, Viren und Bakterien ist hier nichts los, medizinisch gesehen. Die Welt dort oben ist unendlich komplexer. Wer weiß, welche Krankheiten man dort finden und erforschen kann. Boah, sie ist ja richtig heiß drauf. Klingt, als könnte der Vault dich gut gebrauchen. Das zweifelsohne. Aber ich möchte meine Fähigkeiten erweitern. Und hier unten stagniere ich nur. Ich sehe, dass du bereits Begleitung hast. Ich möchte mich da nicht einmischen, aber ich muss einfach fragen. Bitte, Monsieur, nimmst du mich mit dir? Na gut. Na komm. Hervorragend. Wir müssen sofort aufbrechen. Na, na, ruhig, ruhig. Und die Katze. Sanctuary Hills. Super. Was hast du denn bei? Aufgepasst. Nix. Okay. So, sie geht jetzt nach Sanctuary Hills. Gehört, dass Austin sich wieder bestens erholt. Ja, tut er.
Der ist schon gleich wieder in der Schule hier. Ich kann es kaum erwarten, endlich nicht mehr in die Schule zu müssen. Komm, erzähl mal was. Oma sagt, dass ich ein Fass ohne Boden bin, wenn es ums Essen geht. Ja, ja. So, wo ist unser Zimmer? Haupteingang. Wenn man vom Fahrstuhl kommt, Haupteingang, Haupthalle links, ne? Ja, ich hatte diesen Schraubenschlüssel doch gerade noch in der Hand. So, der Fahrstuhl ist da. Haupthalle links. Also hier irgendwo. Nee. Oder hier unten. Hier unten, ne? Da ist der Barbier. Links. Oder ist es nicht der Fahrstuhl? Hä? Samen. Ich brauche mehr Samen. Ich auch. Geht es dem Kind, das gebissen wurde, schon wieder besser? Ja, wird es. Dr. Forsyth und Rachel haben eine Menge medizinische Vorräte. Das ist doch der Hauptsaal. Links. Oder ist das jetzt hier? Dass die einen ganz neuen Abschnitt des Vaults entdeckt haben. Ach du, mein Freund. Der Aufseher wird mich umbringen. Ja. Oder rausschmeißen. Tja. Hi, Bobby. Danke, dass du Austin gerettet hast. Das wäre sonst alles meine Schuld gewesen. Ja. Okay, da passiert aber auch nichts. Ich muss kurz noch mal gucken hier. Nee, fremdschlafen will ich auch nicht. Wo ist denn hier der Fahrstuhl linke Seite? Das auch. Achso. Und hier? Auch nicht. Hä? Man muss es nicht verstehen, oder? Oder ist es das? Nee. Auch fremdschlafen. Hä? Entschuldigung. Hab gehört, du warst unten in diesem geheimen Vortech-Bereich. Ja. Um zu glauben, dass wir eine ganze Kolonie Maulwurfsratten als Nachbarn haben. Du kannst mal sehen. Und ich suche aber trotzdem noch mein, ne? Wo schlafe ich denn hier? Nee. Auch nicht. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Nee. Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. So, ich guck jetzt noch einmal. Das ist Klo. Hey, wie geht es dir? Ja, ganz gut. Nee. Ich bin sozusagen sehr stark verwirrt. Dank dir ist Austin richtig schnell wieder gesund geworden. Muss man die Wasserpumpen nochmal ansehen. Hm. Das Wasser riecht komisch. Du wirst ja langsam ein Stammgast hier. Ja, auch. Also. Aaron hat mir erzählt, wie du Austin das Leben gerettet hast. Für jemanden von draußen bist du wohl gar nicht so übel. Hallo, Holt. Wenn du was brauchst, geh zu Alexis. Ich habe keine Ahnung von ihrem System. Ja, geh mal zu deiner Flamme, deiner heißen. Ist hier irgendwo? Oder ist es das? Ja, das ist das hier. Yay! Yay! Ja, was soll ich sagen? Wir haben es gefunden. ich schaue mal auf... Oh, ist auch eine lange Folge. Aber nichtsdestotrotz, wir haben... Curry! Da ist er. Und ich bin gespannt, was wir in der nächsten Folge dann erleben werden. Ich werde mich erstmal hier hinlegen und pennen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Euer Firefox.